Verwandeln? Mein Problem ist, eine Gestalt zu verändern. Ah! Bäh! Das brauche ich nicht. Ich muss nur Waffen lernen und alles ist gut. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Prey. Es geht weiter. Wir haben ein paar Waffenmods gefunden. Bevor wir in die Psychotronik gehen, werden wir sie ausführen. Warte mal, ich habe zwei gefunden, glaube ich. Wo sind sie denn da? Enter. Die Pistole braucht noch ein paar Upgrades. So. Und jetzt, machen wir mal... Oh, Entschuldigung. Die Glue-Kanone. Und zwar Glue-Effizienz. Bewegungsgeschwindigkeit, effektive Reichweite. Effizienz. Okay. Die müssen wir mal recyceln, die zweite Glue-Kanone. Aber ich finde cool, dass man mehrere findet. Ja, warum immer nur eine? Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Okay, ich muss hoch. Der ist auf meiner Seite. Forschung abgeschlossen. Schwäche, elektrisch, EMP-Explosion, Nahkampf. Immunitäten, psychisch und Nullwellen. Ich wollte nicht zerstören. Es tut mir leid. Mist. Soll ich nur mal reparieren? Aber ich habe keine Ersatzteile. Egal. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Scanvorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Okay. Aber er ist schon auf meiner Seite. Darum geht's bei dieser ganzen Sache, Morgan. Du hast 3 Jahre deines Lebens damit zugebracht, es möglich zu machen, ihre Fähigkeiten auf uns zu übertragen. Hallo. Du hast es nur vergessen. Okay. Was war das? Komische Geräusche. Oh, sehr gut. Noch ein Reparatursdingen. Stingen. Gut, dass wir die Glue-Kanone abgegradet haben. Die können wir jetzt gut gebrauchen. Werden da die erschaffen? Ach, guck mal. Die sind da drin. Brauche ich gar nicht öffnen. Scan abgeschlossen. Schwäche Glue. Weitere Proben benötigt. Okay. Na toll. Achso. Ist ja gar nichts. So, Glue-Kanone bereithalten. Scan abgeschlossen. Phantom hatten wir doch schon ein paar Mal. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Aha. Verwandeln? Mein Problem ist, eine Gestalt zu verändern. Ah! Bäh! Sowas brauche ich nicht. Ich muss nur Waffen lernen und alles ist gut. Was ist hier? Das ist der Tresor? Oh nein, oh nein. Mann, gibt es hier keine Reparaturdrohne, die ich da hinjagen kann? Oh, guck mal. Anti-Red. Ah! Warte mal, den Anti-Reds kann ich auch in diesen, na toll.
finde ich ja hier ein paar Reparatursachen. Power Control Terminal. So geht's auch. Oh nein. Sind die jetzt frei? Nee. Aber jetzt kann ich das reparieren quasi. Aber mir fehlt Ersatzteil. Gut, dass ich das eben verschwendet habe. Jetzt gucken wir mal, ob wir Ersatzteile irgendwo finden. Ich lasse das Licht mal aus. Tresor kann ich so auch nicht looten. Doch, geht. Entschuldigung. Ich weiß, dass das falsch war. Okay. Und da ging der Strom wieder an. Robin, eine Warnung. Wenn Sie genügend Typhon-Organismen scannen, können Sie starke Neuromods installieren. Aber genau die sind der Grund für dieses Chaos. Erst einmal werden die Verteidigungsgeschütze der Station Sie als Alien-Bedrohung ansehen. Ha! Und vielleicht gibt es sogar noch schlimmere Auswirkungen. Ich möchte nicht, dass Sie sich verändern. Ja, siehste, ich will mich auch gar nicht verändern. Scheiß auf diese Neuromods. Die sind sowieso gay. Ich bin überlegen. War nichts drin, ne? Ich mach jetzt mal den Strom wieder an. Entschuldigung. Willkommen wieder! Und dann gehe ich an dieses Terminal da. Hallo? Das ist der Wissenschaftsoperator. Okay, weiter. Bitte warten. Oh! Labs B, Labs A. Hallo, Dr. Yu. Hallo? Kalibrierung. Komm, wir gehen erstmal hier unten gucken. What the hell? Sieh genau hin. Alles, was auf der Talos 1 passiert, hat hier begonnen. Du warst am Anfang so besessen. Mein Fehler war, dich in den Mittelpunkt der Tests zu stellen. Ab da hast du dich von mir entfernt. Wir sind kurz davor zu verstehen, was sie wollen, was sie bauen. Ich brauche nur noch ein wenig mehr Zeit. Ja, die bauen was, um die Welt zu vernichten wahrscheinlich. Scan abgeschlossen. Null Wellen. Weitere Proben benötigt. Null Wellen, okay, müssen wir uns merken. Cool. Ups, ich wollte die doch, naja, egal. Was sind diese Kackroboter? Da will ich rein! Hallo! Hey, sieh da! Das ist der, den ich gescannt habe. Brauchen Sie Knarren? Muni, einer von diesen Forscherfuzzis war in der Waffenkammer. Hab seinen Code gesehen. Lassen Sie mich hier raus, dann gehört er Ihnen. Menschenhandel, Entführung, versuchte Anstiftung Minderjähriger. Verbreitung von Betäubungsmitteln, Betrug. Sibirien. Ich heiße Aaron.
Aaron Ingram. Ach, was soll's. Hey, was lesen Sie da? Eine Akte oder was? Komm raus, Junge. Wird aber auch Zeit. Endlich ein bisschen Menschlichkeit. Ich hätte ihn noch mimikisieren können, aber... Warte mal. Sie waren als Einzige... Warte mal. Ich will wenigstens wissen, was dann passiert, ja? Wir gehen. Hab ich ihn schon befreit? Ich heiße Aaron. Ach so. Aaron Ingram. Mimik in... Hey, wow! Moment! Was zur Hölle machen Sie da? Homo Sapiens. Glue, physische Betäubung, Immunität, MP. Was macht denn das Ding da drüben? Mimik freisetzen. Verdammt! Ich hab doch gesagt, sie sollen aufhören! Verdammte Scheiße! Egal, wir gucken uns das mal gerade an. Die Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Teifen töten uns. Alter, guck, wie viele aus dem einen rauskommen. Nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Hey? Haben Sie überhaupt gezögert? Er war sicherlich kein guter Mensch, aber hätten Sie unter Umständen auch so anders handeln können? Die Typhon können nur töten und zerstören. Okay, nö, ich will nicht, ich bin froh über menschliche Dingens, ne? Ich wollte nicht töten. Verdammt! Ich hab doch gedacht. Hä? Nein, das kann nicht sein. Ich hab da nicht gespeichert. Ich lade jetzt mal da. Ich heiße Aaron. Ah. Ja, Aaron, ja. Ingram. Sei froh, dass ich die Tür öffne. Glaub mir, du willst gar nicht wissen, was passiert, wenn ich das nicht tue. Wird aber auch Zeit. Endlich ein bisschen Menschlichkeit. Ich stehe auf Waffen. Sei froh, dass ich auf Waffen stehe. Hey, Aaron! Ich muss es mal scannen noch gerade. Forschung abgeschlossen. Sie waren als einziger Mensch freundlich zu mir. Und Sie können mir glauben, das werde ich nicht vergessen. Falls Sie den Code noch wollen, 8714. Woher weiß er das überhaupt? Beo, du haust mir einen drüber. So, Aaron, kommst du jetzt mit mir mit? Willst du eine Knarre haben? Oh, jetzt habe ich die Schrotflinte gefunden. Willst du hier bleiben, Aaron? Eine Menge Zeug hier drin. Vielleicht eine extra Pistole? Aber sie haben ihn trotzdem befreit. Mich würde interessieren, ob das Mitgefühl war oder sie ein anderes Motiv hatten. Waffen. Ich kann nur meinen Anweisungen entsprechend handeln. Die Typhon können nur töten und zerstören. Aber sie sind ein Mensch. So, ich habe jetzt die eigentliche... Meine Wahl. Das ist einfach nur ein anderer Skin, diese tolle Schrotflinte. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ich bräuchte eigentlich einen Recycler, aber dann habe ich auch wieder Items. Ich muss mal ein paar Sachen hier legen. So, die Schrotflinte. Fallen lassen. Geht doch, man kann fallen lassen. So. Licht aus. So. Wollen wir mal den Kuhstrahl upgraden? Schussdauer 5 Sekunden.
Typen auch immer erhöht. So. Wir kommen wieder! Ich habe doch hier irgendwo einen Recycler gesehen. Das war hinten, ne? So. Wenn Sie Kerlen in grünen Overalls über den Weg laufen, dann verpissen Sie sich. Alles klar. Sie sind nicht so nett wie ich. Oh nein. Mach's gut, Aaron. Ich komme wieder. Du bist da sicher. Ich könnte ihm noch ein bisschen Essen da lassen. Einsatzbereit. Ich will ja nicht nerven, aber wann kümmern Sie sich um diesen Durchbruch? Ich bin gerade dorthin unterwegs. Was ist da wohl geschehen? Schwer zu sagen. Ich muss mir das anschauen. Vielleicht haben Mikrometeoriten ein Loch hineingeschlagen. Selten, aber kommt vor. Okay, gut. Hoffentlich ist es nur das. Verschweigen Sie mir etwas? Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Lagerraum befindet sich geheimes, exotisches Material. Wir brauchen da Zugang. Aha. Ich verstehe. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht, ne? Walter! 7, 8, 19! Haha, gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Das Ding mal aus dem Weg räumen. Meine Güte. Tourist Deutsch. Wofür wollen die Zeug? Brauche ich doch gar nicht, ne? Außer Neuromods herstellen. Warum bin ich nochmal hier? Subject Holding. Nase kribbelt. Ja. Ja, war keiner drin. Äpfel. Guck mal, das. Was ist das? Ich werde beobachtet. So. Hier habe ich alles rausgenommen, ja? Da soll ich weitergehen. Guts Access Restrict. Ich bin ein bisschen verwirrt. Mit kommt der nicht, ne? Ich will nochmal diese einen Räume checken, wo wir noch nicht reingegangen sind. Live Exam. Hier waren wir auch noch nicht. Gibt ganz hinten noch zwei Räume, wo wir noch nicht waren. Ach nee, da bin ich ja schon längst vorbeigelaufen. Nee, da kann man ja irgendwann hingehen. Nee, doch hier war das, oder? Hier. Lab A, B und Lab A. Gib mir erstmal Lab A. Wo nicht mehr hinkommen. Und Lab B. Dr. Yu. Ja, das ist mein Name. Achso, das ist einfach oben. Hallo? Ist hier jemand? Oh Mann, das ist ja noch ganz schön viel. Okay. Nullwellentransmitter. Unterdrückt. Okay, das ist ganz nett. Das kann man immer gut gebrauchen. Okay, kann ich hier jemanden reinlocken? B. Ist das nicht faszinierend? Diese goldenen Filamente haben irgendetwas Engelhaftes an sich.
Wie noch mehr? Die Typhon weben es aus dem Nichts. Aber warum? Wir haben viele Theorien, aber keine guten Antworten. Noch nicht. Das ist schon cool. Ich wünschte, du wärst bei mir morgen. Nicht so, wie du jetzt bist. Nee, hab ich doch schon mal gefunden. Kannst du mit werfen und stationäre Objekte befestigen, okay. Einmal warst. Ich weiß. Zusammen könnten wir es schaffen. Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Okay, Leute, wie auch immer. Wir speichern erstmal ab und dann gucken wir uns nächste Folge an, was das hier Feines ist. Oh, Knöpfchen drücken und bis dahin haut rein.